Löwenstein, jetzt kommt Juppie. Sie, Löwenstein. Vom Einkauf schon zurück? Ja, und ihr werdet staunen. Hast du mir was mitgebracht? Ich habe für jeden was gefunden. Das ist ja gar nichts zum Naschen. Rudi, du bist einfach undankbar. Siehst du dieses R? Ja. R? R wie Rudi. Ach so. Bauch einziehen. Oh, das passt. Super. Ich habe es endlich gefunden. Das ist doch nicht etwa Beckers Spezialöl für Scharniere. Und weißt du, was sie noch hatten? Lederfett für faltige Koffer. Herrlich. Ach, ich würde mich über eine kleine Glanzbehandlung mit Lederbalsam freuen. Köfferchen, gleich. Ich muss erst mein neues Kleid probieren. Neues Kleid? Aber du hast doch schon eins. Ja. Aber da fehlt natürlich noch was. Das nicht. Auch nicht. Ja, das ist es doch. Oh, blumig, blumig. Wenn du da meine Scharniere mit dem Spezialöl behandeln könntest. Koffer gleich. Ich muss erst den Reißverschluss zumachen. Ja, kommt. Super, Rudi. Der Retter der Geräscherten. Wie siehst du denn aus? Na, schick sieht er aus. Na, wie super, Rudi, der Retter. So. Und jetzt will ich mal ganz schnell jemand aus der Not helfen. Nun, ich könnte eine Lederbehandlung gut gebrauchen. Das ist doch kein Notfall. Ach. Dafür braucht man doch keinen Super, Rudi. Wenn dich mal ganz gemeine Leute zwicken wollen, ja? Oder wenn du beinahe von einem Dach, von einem Hochhaus fällst, dann kommt Super Rudi, der Rächer der Geretteten. Sag mal, Rudi, kommst du auch, wenn man ein Problem mit dem Reißverschluss hat? Nee, das ist kein echter Notfall. Rudi, bitte, mach das Kleid zu. Aber nur, wenn du um Hilfe rufst. Gut, Rudi, Hilfe! Hilfe, ich habe ein Problem mit dem Reißverschluss. Hoffentlich kommt Super Rudi und rettet mich. Keine Angst. Hier kommt Super Rudi, der Retter. Ja. Ah. Total verhakt. Oh je. Wie hast du denn das gemacht? Hoffentlich geht das wieder raus. Der erste Einsatz von Super Rudi ist ja wohl eher verunglückt. Gar nicht wahr! Oh, guten Tag, Herr Holbein. Ich bräuchte dringend die Hilfe von Frau Siebenstein. Die müsste gleich wieder da sein. Hilfe brauchst du? Keine Sorge, ich bin Super Rudi. Super Rudi? Aus welcher Not soll ich dich denn mal retten? Naja, also, ich kriege einfach nicht diese Fliege gebunden. So eine olle Fliege ist doch keine Not. Wofür brauchst du die denn? Naja, ich habe gleich eine Verabredung. Und ich habe nämlich auf die Anzeige einer sehr kultivierten Dame geantwortet. Und ich bin halt ein bisschen nervös, versteht ihr? Und ich kriege einfach diese Fliege nicht hin. Verstehe. Dann darfst du aber nicht so was Stinkiges qualmen. Ich bin eben einfach zu aufgeregt. Oh, nur die Ruhe, Herr Holbein. Oh nein, jetzt habe ich noch einen Doktor.
Schluck auf. Man sagt, Luft anhalten hilft gegen Schluck auf. Ja. Und? Als ich das letzte Mal Schluck auf hatte, bin ich einer Hexe begegnet. Hexen? Gibt's doch gar nicht. Und ob? Jedenfalls glaubten wir damals felsenfest daran. Es war in der Schweizer Stadt Lausanne im Jahre 1310. Damals erzählten sich die Menschen Geschichten von unheimlichen Hexen und glaubten an Wunderheiler und Zaubertränke. Mama, es tut so weh. Der Wunderheiler ist da. Jetzt wird alles gut. Hier, und nun hilf ihm, schnell. Die allerletzten Tropfen meiner Wundermedizin. Und ich gebe sie euch. Sieht aus wie Giftbrühe. Jetzt tut's noch viel mehr weh. Gottschalk, weg von meinem Kind, sofort. Die letzten Tropfen? Von wegen. Und von wegen, Wundermedizin. Ein Betrüger bist du. Dann geht doch zur Hexe in den Wald, wenn ihr euch traut. Vielleicht hat die was Besseres. Aber gebt Acht, dass sie euch nicht in Kröten verwandelt. Die Hexe. Ja, die muss helfen. Das Stadttor bleibt zu. Aber... Bis morgen früh. Das ist zu eurer eigenen Sicherheit. Anna! Anna! Einen Zentimeter weg. Aber nur, bis es hell wird. Ich halte die Augen offen. Hey, ihr zwei, was macht ihr denn auf dem Baum? Ah! Anna! Die Hexe! Ich wollte euch nicht erschrecken. Wirst du uns jetzt verzaubern? Aber nein, nein. Ich kann gar nicht zaubern. Doch den Schluck auf von deinem Koffer, den kann ich wegmachen. Kommt mit. Da ist mein Haus. Gegen den Schluck auf. Ah, trink schon. Das ist kein Zaubertrank. Und? Wird es besser? Jetzt sag doch was. Na
mal, was ist? Ja! Kannst du auch meinem Bruder helfen? Er hat sehr große Schmerzen. Wo tut's ihm denn weh? Na, hier. Und da ist auch alles so furchtbar dick. Lass mich mal überlegen. Eibischtee muss es sein, zum Gurgeln. Storchschnabelkraut und Nelkenöl. Und 2 Esslöffel Boxhornkleesamen in Wasser zu Brei verkochen. Dazu 1 Esslöffel Essig zum Auflegen. Das vertreibt die Schmerzen. Danke. Vielen, vielen Dank. Die Medizin half Gottschalk. Nach ein paar Stunden war die dicke Wange wieder dünn und tat nicht mehr weh. Ja, juhu! Ja! 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 Das hast du sehr gut gemacht, Anna. Und du auch, Koffer. Und auch die Kräuterhexe. Ja! Alle mal herkommen! Der Betrüger mit seiner Wundermedizin bekam seine Strafe. Und ich hatte gesehen, dass ich keine Angst vor Hexen haben muss, die im Wald Kräuter sammeln. Gibt's eigentlich auch Kräuter gegen Schluck auf? Also, so genau. Guten Tag, Herr Holbein. Oh, guten Tag, Frau Sieben. Sie sollte mal jemand erschrecken. Ja, das ist ein klarer Fall für Super Rudi. Herr Holbein braucht dringend deine Hilfe. Ja, ich bräuchte dringend eine Bindung an der Fliege. Er hat nämlich gleich eine Verabredung. Ah, deswegen sehen Sie so schick aus. Ja, ich möchte impressieren. Ich meine, ich möchte einen guten Eindruck hinterlassen. Das werden Sie ganz bestimmt. Sie sehen imposant aus. Sehr schön. Könnten Sie mir auch behilflich sein? Mit dem größten Vergnügen. Entschuldigung. Sagen Sie, was halten Sie von den Blumen? Mein Rendezvous liebt nämlich Blumen über alles. Die sind sehr schön. Hey, kommt mal alle in die Küche! Was hat er gesagt? Ich glaube, wir sollen in die Küche gehen. Ich auch? Natürlich, kommen Sie. Darf ich? Gehen Sie schon, gehen Sie. Danke. Rudi, was hast du gemacht? Das war ein Fall für Super Rudi. Oh, Schokopudding auf Herrn Holbein werfen? Quatsch, ich hab ihn doch nur erschreckt, damit sein Schluck auf weggeht. Siebenstein hat's gesagt. Ich hab doch nicht gesagt, du sollst Herrn Holbein mit Pudding beschmeißen. Das war die blöde Kanne. Die ist auf das Brett geknallt. So, so. Die Kanne ist also schuld. Ja, und sein Schluck auf ist weg. Super Rudi hat ihn von seinem Schluck aufgerettet. Mein Anzug. Dann bist du eben selber schuld, wenn du nicht richtig erschrecken kannst. So kann ich doch unmöglich zu meiner Verabredung gehen. Herr Holbein, machen Sie sich keine Sorgen. Ich krieg das wieder hin. Da bin ich aber gespannt. Und geben Sie mir das Hemd. Ja. Meinen Sie, dass man da tatsächlich noch irgendwas machen kann? Hoffentlich. Aber sicher, da kann man immer was machen. Also, ich glaube, ich könnte den sogar noch verschönern. Oh, verschönern? Das ist wirklich sehr von Ihnen, Frau Siebenstein. Wie heißt denn Ihre Verabredung? Miranda. Das ist ein schöner Name. Danke. Miranda mag Blumen. Hm,
Für mich? Super Rudi hilft dir natürlich auch. Was wird bloß Miranda von mir denken? Dass du ein Jammerlappen bist. Aber ich bin doch kein Jammerlappen. Ich hatte mir genau vorgestellt, wie ich auf sie zugehe, ihr die Blumen überreiche. Und die dann sind ja nun voll Schokoladenpudding. Ja, und so Blumen, die braucht sowieso keiner. Aber was soll ich ihr denn dann mitbringen? Ich kann doch nicht mit leeren Händen auf sie zugehen. Das richtige Geschenk ist wichtig, gerade wenn es um die erste Begegnung geht. Ja. Ich weiß. Was würdet ihr denn zu so einem Rendezvous mitbringen? Ist doch klar. Käse. Nun, als ich einmal mit einer kultivierten Damenhandtasche verabredet war, da brachte ich ihr eine hochwertige Lederpflege mit und ein Imprägnierspray gegen feuchte Henkel. Lederpflege? Oder eine Schachtel Pralinen. Oder Glitzermurmeln. Oder eine Pflegebürste. Oder ein Feuerwehrauto mit Raketenantrieb. Oder einen Gutsch. Einen Schokoladen-Osterhasen. Oder Öl für die Scharniere. Ein Propellerflugzeug. Einen schicken Adressanhänger zum Aufklappen. Karamellbonbons, natürlich. Also, ich weiß nicht. Vielleicht sollten Sie uns einfach mal zeigen, wie Sie es machen wollten. Wie? Was? Was soll ich wie machen? Nun ja, wie Sie das Herz dieser Dame erobern wollen. Sie wollen es doch erobern, oder? Ja, natürlich. Deshalb sollten wir es vorab probieren. Stellen Sie sich einfach mal vor, Rudi ist die Dame. Was? Die Dame? Ja. Aber ich bin doch überhaupt keine Dame. Aber du musst doch nur so tun. Aber wie denn? Ich bin doch der Super Rudi. Und wir brauchen jetzt deine Hilfe für einen Freund in Not. Herr Holbein, könnten Sie bitte einmal kurz um Hilfe rufen? Hilfe? Ja. Hilfe! Hast du's gehört? Außerdem tust du doch auch nur so, als wärst du ein Mädchen. Also gut, aber nur ganz kurz. Wunderbar. Herr Holbein, Rudi ist bereit, Ihnen als Dame zur Verfügung zu stehen. Ja. Oh, das ist zu freundlich. Also, ich hatte mir das so vorgestellt. Sehr freut, meine verehrte, gnädige Frau. Aber ich weiß doch gar nicht, was Mädchen immer so sagen. Hallo zum Beispiel. Hallo. Hallo, meine Gnädigste. Meine Holde. Meine Süße. Du spinnst ja. Rudi. Ich bin doch nicht deine Süße. Herr Holbein, jetzt werden Sie nur nicht unsicher. Das war gar nicht schlecht, aber vielleicht sollten Sie eine Variante mit Handkuss probieren. Mit Handkuss? Das ist eine gute Idee. Aber wenn du noch einmal Süße zu mir sagst, dann bin ich stinksauer. Wenn ich dann bitten dürfte. Ja. Du holdes Wesen, erlaube, dass ich näher trete. Du spinnst wohl! Was? Entschuldigung! Rudi, jetzt reiß dich mal zusammen! Wieso denn? Der reißt doch an meinem Flügel und schlappert mich ab! Also, kein Handkuss? Nein! Doch, doch! Unbedingt! Das macht einen vollendeten Gentleman aus! Warum schreit ihr denn so? Das war der Holbein, der olle Abschlecker!
Oh, ich glaube, wir sind hier alle ein bisschen zu weit gegangen. Ihre Sachen sind fertig. Das ist ja wunderbar. Sie sind ein Schatz. Wenn ich nicht schon eine Verabredung hätte, dann würde ich glatt mit Ihnen, Frau Siebenstein. Aber Siebenstein, das ist ja wirklich... Also Herr Hohlbein sieht aus wie ein wandelnder Blumenstrauß. Ja. Ihr Anzug steht ihm fantastisch. Aber finden Sie das nicht doch ein wenig ungewöhnlich? Ja, aber Miranda liebt Blumen über alles. Das ist so romantisch. Stimmt. Da haben Sie ihn so recht. Hauptsache, du schlapperst sie nicht ab. Und noch eine gute Nachricht. Ihr Schluckauf ist weg. Stimmt, den habe ich völlig vergessen. Jetzt bin ich ganz ohne Hicks. Das sollten Sie lassen. Meinen Sie? Natürlich. Aber jetzt muss ich los. Vielen Dank für alles. Tja. Er sieht jetzt viel besser aus. Da raucht doch was. Hilfe! Hilfe, Feuer! Es brennt! So helft mir doch! Schnell! Ja, komm zu, Paoli! Das war knapp. Das hast du gut gemacht, das ist alles gelöscht. Rudi, du hast mir das Leben gerettet. Allerdings. Köfferchen. Sie rufen nach mir? Sofort bin ich hier. Sie rufen mich in der größten Not. Super Rudi, bitte, hilf uns doch. Ich krieg das super locker hin, weil ich so super bin. Ist die Gefahr ganz groß, dann greif ich ein. Mit Volldampf geht's ins Abenteuer rein. Wenn's hier mal brennt, ja, der Koffer Feuer fängt. Oh nein! Keine Angst, ich lösch das mit links. Oh. Schneller da als die Feuerwehr. Für Super Rudi ist gar nichts so schwer. Sie rufen schon wieder nach mir. Sofort bin ich hier. Super Rudi, Retter in der Not. Retten bin ich einfach super gut. Ich krieg das ganz locker hin. Weil ich ganz einfach der Superste bin. Naja, ist doch wahr. Ohne mich geht hier gar nichts. Es gibt Momente, wo dieser Rabe ausnahmsweise mal recht hat. Ja, das sag ich doch. Dies ist so ein Moment. Ausnahmsweise. Super, super, genau. So, 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 super. So, 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 super. So, 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 super. So, 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 super. So, 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 bad.